Hallo und herzlich willkommen, Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. So, heute ist der 22. Dezember 2022. In 10 Tagen befinden wir uns bereits im nächsten Jahr, im Jahr 2023. Und entsprechend möchte ich eigentlich heute mal die Frage stellen, wie groß sind eigentlich die Risiken, falls du in absehbarer Zeit in die USA auswandern willst? Was musst du beachten? Was ist wichtig für dich zu wissen? Worauf musst du dich vorbereiten? So, und in der Hinsicht, sage ich mal, da gibt es einige Punkte, die ich heute mal im Video ansprechen will. Also, los geht's. Also erstmal, was sind gewisse Risiken? Schauen wir mal auf die hohen Lebenshaltungskosten. Also wenn du heute in die USA kommen würdest, du bist mit hohen Mieten, wirst du konfrontiert. Die Lebensmittel sind sehr, sehr teuer geworden. Die Hauspreise sind teilweise unbezahlbar, je nachdem, wohin man geht. Gebrauchtwagen oder auch Neuwagen, ja, entweder sind sie schwer zu bekommen oder sie sind nach normalen Maßstäben mittlerweile weit, weit überteuert. Ja, und dann kommt noch dazu der Umtauschkurs des Euros zum US-Dollar, das natürlich auch dein zur Verfügung stehendes Geld entsprechend reduzieren kann, weil einfach der Umtauschkurs zurzeit nicht so günstig ist. So, das sind einfach gravierende Risiken, die du schon mal beachten musst. Es gibt natürlich noch weitere Risiken. Also es könnte zum Beispiel sein, dass es in den USA vielleicht zu politischen Unruhen kommt. Also die letzten Jahre waren ja hier sehr, sehr aufrüttelnd und teilweise erschreckend. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das den einen oder den anderen abschreckt, in die USA auszuwandern. Und das könnte halt auch dich betreffen. Sprechen wir gleich auch mal drüber. So, und dann kann es natürlich auch noch passieren, dass wir in eine Rezession gehen. Das Jahr 2022 war ja irgendwie wirtschaftlich nicht so gerade beeindruckend. Der Aktienmarkt ist eigentlich seit Anfang des Jahres nur noch am Abstürzen gewesen, hatte seinen Tiefstand im Juni, hatte sich dann wieder so ein bisschen berappelt und jetzt Ende Dezember sind wir wieder fast an den Tiefständen vom Juni. Also das ist natürlich dann auch eine Sache, die einen nachdenklich stimmt. Aber der Aktienmarkt ist nicht unbedingt der Spiegel der Wirtschaft. So, wir sind noch nicht in einer Rezession. Wir wären beinahe in einer Rezession gewesen, aber die Zahlen haben sich entsprechend geändert, beziehungsweise die Auslegung und Berechnung hat dann einfach nicht dafür ausgereicht, um es offiziell als eine Rezession zu bezeichnen. So, und wenn man hier wohnt und dann ständig hört, dass da dann 10.000 Leute bei Facebook entlassen werden, Amazon bereitet große Entlassungen vor, Goldman Sachs, die große Investmentbank will 4.000 Leute loswerden und so weiter und so fort. Also man hört nur überall von vielen Entlassungen und der Aktienmarkt geht runter und ja, ist das denn eine Rezession oder nicht? Also, das lassen wir jetzt mal einfach so auf der Seite, ob es eine Rezession ist oder nicht, also vom Anfühlen her. Aber es sind natürlich gewisse Risiken, die du auch beachten musst, falls du in die USA in absehbarer Zeit auswandern willst. So, mit absehbarer Zeit sage ich mal einfach, das sind die nächsten 12 bis 18 Monate. Weiter würde ich im Moment nicht vorausschauen. Es ist einfach zu viel, was passieren kann. Und in der Hinsicht, wenn du die Möglichkeit hast, in den nächsten 12 bis 18 Monaten auszuwandern, was musst du wissen, worauf musst du dich vorbereiten? So, schauen wir uns mal die hohen Lebenshaltungskosten an. Ich war letztens im Aldi und habe auch Eier gekauft, war an der Kasse und die Kassiererin sagt zu mir, oh my gosh, those eggs are expensive. Und ich schaute nur auf das Display und da standen $4,99. Für 12 Eier. So, normalerweise die Preise, die ich im Aldi bezahlt habe, waren $1,59 für 12 Eier oder $1,79, vielleicht auch mal $1,99. So, das sind jetzt nicht hochqualitativ bessere Eier, die ich da gekauft habe, sondern dieselbe Eiermarke und da waren wir jetzt bei praktisch $5. So, und dann gibt es noch viele andere Anzeichen, etwa dass Lebensmittel unheimlich teuer geworden sind und selbst der billige Landshut-Wein, der Weißwein im Aldi, der aus Deutschland kommt oder egal, wo er auch abgefüllt wird, da kostete die Flasche früher $4,99, die ist mittlerweile auch $2 teurer geworden und na gut, das ist billiger Wein, den nehme ich gerne mal zum Kochen, wenn man eine Soße macht oder so, einen Schuss Weißwein da rein, das kommt schon sehr gut. Und entsprechend habe ich da so die Preise im Kopf. Es ist natürlich jetzt nicht nur diese Sachen, die teuer geworden sind.
Vieles ist teurer geworden. Also wer ein Haus mieten will, die Mieten sind immer noch sehr, sehr teuer. Die Mieten sind auch nicht unbedingt gravierend am Fallen. Bloß weil der Hausmarkt jetzt sich sehr verlangsamt hat und die Zinsen hoch sind, heißt es nicht, dass jetzt die Mieten deswegen fallen, weil so viele Leute nicht mehr Häuser kaufen, sondern noch weiter steigen. Die Mieten sind fast genauso hoch wie die Hypothekenzahlungen. So, was natürlich bei den Mieten dann entsprechend fehlt, ist, man muss nicht Geld für den Grundbesitz, die Grundbesitzsteuern bezahlen oder man muss kein Geld für die Hausbesitzerversicherung bezahlen. Ne? Also das sind Sachen, die hat ein Hausbesitzer entsprechend noch zu leisten. In der Miete sind diese Sachen in der Regel abgegolten und wenn ich eine Versicherung als Mieter für mich abschließe, also für mein Hausinventar, ist das wesentlich preiswerter als im Vergleich zu einer Gebäudeversicherung. So, Gebäudeversicherung von meinem Haus, was ich dieses Jahr im April verkauft habe, die war also schon so etwa $1,200 pro Jahr, also $100 im Monat, wenn man es mal umrechnet. Die Steuern für das Haus, die lagen bei über $7,000 pro Jahr. So, und das summiert sich und dazu kam dann die Hypothekenzahlung. Aber wenn man jetzt ein neuer Hausbesitzer wird, die Zinsen sind ganz anders und naja, auch die Steuern gehen hoch. Die werden ja zum Beispiel vom Verkaufspreis häufig berechnet. Also Lebenshaltungskosten, Lebensmittel sehr hoch. Energiekosten gehen noch. Auch Benzinpreise sind wieder so halbwegs normal geworden. Aber der Rest ist einfach sehr, sehr teuer und das macht es schwierig, hier Fuß zu fassen. Wenn du jetzt in die USA auswanderst, du wirst ähnliche Probleme haben. Du wirst also sehr wahrscheinlich kein Haus kaufen können, es sei denn, du bringst eine gute Stange Geld mit. Aber dann musst du auch erstmal ein Haus finden. So, dann musst du ein Haus oder eine Wohnung mieten. Und naja, auch da gibt es nicht unbedingt das große Inventar. Es kann sein, dass du überteuert mieten musst oder dass du halt preiswert mietest, aber dann in einer etwas schlechteren Wohnlage bist. Also es kann sehr, sehr schwierig werden, einfach hier Fuß zu fassen. Autokauf. Autos sind sehr, sehr teuer geworden. Gebrauchtwagenpreise sind immer noch viel zu hoch. Neuwagenpreise sind natürlich auch hochgegangen. Und dann ist einfach nicht so viel Inventar vorhanden, dass man überhaupt eine große Auswahl hat. Manchmal muss man einfach nehmen, was da ist. So, dann will ich mal über die Rezession sprechen. Also, ich habe eben schon angesprochen, wir sind eigentlich nicht in einer Rezession, aber eine Rezession kann kommen. Sehr viele Leute versuchen sich als Gurus zu etablieren und sagen, die Rezession kommt nächstes Jahr und das wird eine der schwierigsten, die wir haben. Alles Bullshit. Ne? Also eine Rezession kommt eigentlich so, dass man erst im Nachhinein weiß, dass es eine Rezession ist. Die letzten 8 bis 10 Monate haben sich wie in einer Rezession teilweise angefühlt. Aber wir waren nicht in einer Rezession und man muss wirklich schauen, okay, wo kam dieses Gefühl her? Und es kam wirklich so von den Hauspreisen, Autopreisen, Benzinpreise, Lebensmittelpreise. Also Rezession erstmal abwarten. Dann sprach ich eben noch über politische Unruhen. Der Zeitraum, den ich eben erwähnt habe, auch 12 bis 18 Monate für deine Auswanderung. Politische Unruhen für die 12 bis 18 Monate würde ich nicht erwarten. Erst 2024, wenn wieder ein Präsident gewählt wird, dann muss man schon mal ein Auge so ein bisschen offen haben und wirklich erkennen, was tut sich dann in den USA. Also man darf auch nicht immer glauben, was jetzt nur in den Medien ist. Man muss da wirklich auch die Ruhe bewahren. Aber einfach mal abwarten, wenn die USA in politische Unruhen rutschen sollten, dann wäre das erst eigentlich so in der zweiten Hälfte 2024. Vorher würde ich mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. So, dann sprach ich über den Umtauschkurs Euro. Also wenn man entsprechend Glück gehabt hat und hat schon Dollar gekauft, als der Euro-Kurs noch sehr stark war, dann hat sich das in jedem Fall gelohnt. Jetzt, wo die Zinsen in den USA höher sind als im Euroraum, ist auch entsprechend der Euro-Kurs gesunken und du bekommst entsprechend weniger US-Dollar für die Euro, die du umtauschen willst. So, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe oder nur in Bezug auf Entlassungen, der Arbeitsmarkt. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Kann man hier noch gut Arbeit finden? Und da muss ich sagen, ja, es gibt eigentlich noch genügend offene Stellen. Man muss eventuell ein bisschen ortsunabhängiger werden, einfach um dann irgendwo den passenden Job zu landen. Also je nachdem, was deine beruflichen Fähigkeiten sind, musst du schon gucken, wo du hingehst und ob dann da die Jobs vorhanden sind.
und ob das Einkommen hoch genug ist. Es kann durchaus Städte geben, wo die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind, wo aber eigentlich die Städte sehr wenig Lebensqualität bieten, wo die Schulversorgung, sage ich mal, entsprechend schlecht ist, wo die Gesundheitsversorgung entsprechend schlecht ist, wo hohe Kriminalitätsraten vorherrschen. Also das hört sich paradox an, aber es gibt eine ganze Menge dieser Städte, wo halt entsprechend das Umfeld nicht sehr positiv ist, aber die Lebenshaltungskosten entsprechend hoch. Ne? Und da muss man dann schon schauen, kann ich mit dem Job, mit dem ich entsprechend rechne und dem Gehalt, was ich da bekomme, denn da überhaupt meine Lebenshaltungskosten abdecken? Und ich sag mal, dein Ziel als Auswanderer sollte am Anfang erstmal nur sein, decke die Lebenshaltungskosten ab, dass du deine Ersparnisse nicht angreifen musst. Ist natürlich besser, wenn du schon Gewinn erwirtschaftest, Gewinn in Anführungsstrichen. Aber einfach so das erste Ziel für dich als Auswanderer sollte sein, Grundabdeckung der Ausgaben, so dass du dann entsprechend eine gute Basis aufbauen kannst. So, das sind so die höchsten Risiken, die ich im Moment eigentlich sehe für dich, wenn du in den nächsten 12 bis 18 Monaten auswandern willst. Es kann natürlich noch eine Menge passieren, da muss man immer mit rechnen. Es ist leichter, in eine gut laufende Wirtschaft auszuwandern, aber es ist auch nicht unmöglich, in die derzeitigen USA auszuwandern und hier trotzdem Erfolg zu haben. Also lass dich von solchen Sachen nicht abschrecken, weil für die ganzen Punkte, die ich jetzt aufgeführt habe als Risiko oder die du beachten musst, es gibt auch eine ganze Menge anderer Punkte, die auf der positiven Seite stehen, die deine Auswanderung durchaus erfolgreich machen können. Aber man muss schon entsprechend aufpassen wirklich. Und ich sag mal, Vorsicht ist sicherlich ein bisschen geboten. Wir sind nicht so in den glorreichen Zeiten wie, sag ich mal, Mitte der 90er bis Anfang 2000 oder von 2012 bis, sag ich mal, 2017, 2018, wo wirklich es leicht war, hier anzukommen und Fuß zu fassen. So, jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn deine Bedenken, deine Sorgen, falls du in den nächsten 12 bis 18 Monaten in die USA auswandern würdest? So, bitte unten in die Kommentare mal reinschreiben und dann freue ich mich, dass wir da vielleicht eine gute Diskussion haben werden. So, das soll es denn mal sein für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn ja, dann bitte wie immer den Daumen hoch. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, das natürlich auch. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. So, schöne Grüße aus Vista in Kalifornien. Bis demnächst. Tschüss!